Das Eitrachtal. Doch so ruhig, ländlich und beschaulich es auf den ersten Blick auch wirkt, in Menkhofen tobt der Fortschritt. Die Mittelschüler stauben einen Energie-, Klima- oder Umweltpreis nach dem nächsten ab. Mittlerweile haben sie schon die 7. Auszeichnung erhalten, diesmal in Höhe von 10.000 Euro. Natürlich wollen wir weiter arbeiten an diesem Projekt. Das nächste wäre für mich ein Kommunikationstraining, weil das Interview führen für den Energieberater doch sehr anspruchsvoll ist. Wir möchten gern eine Klasse auf eine Sprachreise schicken und wir würden gern mit Tablets arbeiten. Kommunikationstraining, Energieberater? Ja, richtig gehört. Bei den Schülern geht es teilweise schon wie im richtigen Leben zu. Pro Klasse gibt es 2 sogenannte Energieexperten. Ihre Aufgaben: nach dem Unterricht das Licht ausschalten, den PC richtig herunterfahren und so weiter. Wir haben jetzt in Summe rein, was Strombedarf oder Stromverbrauch betrifft in der Schule, seit 2008 für 25.000 Euro Stromkosten gespart. Außerdem gibt es noch das Projekt 50-50, bei dem die Schüler zu Hause Strom einsparen. Das eingesparte Geld bekommen sie dann zur Hälfte von den Eltern bar auf die Hand. Davon habe ich mir dann einen Roller gekauft und den Rest habe ich gespendet für meine Oma im Altenheim. Die soziale Kompetenz ihrer Schüler ist der Schulleiterin besonders wichtig. Die Kinder werden auch bei der Neugestaltung eines Ganges im Altenheim jetzt behilflich sein und wollen also dort für neue Bilder sorgen. Und die fangen am Freitag an, weil wir brauchen da Leinwände und Farbe natürlich und wollen einfach, das ist ein einjähriges Projekt, den alten Leuten eine Freude machen, indem sie ihnen das alles ganz bunt gestalten. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Generationen hat sich vor allem durch die Initiative 2 Rentner entwickelt. Die Burschen und die Mädels sind sehr frisch und aufgeschlossen und macht uns Spaß. Und die Themen anzugehen, haben wir von Seniorenseite viel dazugelernt. Und die Kinder, so das Miteinander, wie alt und jung, miteinander umgeht. Doch dabei bleibt es nicht. Stillstand macht träge. Seit kurzem ist noch der Sektor Energieberatung hinzugekommen. Und das alles auf freiwilliger Basis und außerhalb der Schulzeit. Nachmittag treffen wir uns immer und werden da ausgebildet, auch zu Leuten nach Hause zu gehen. Werden wir auch ausgebildet, dass wir dann da direkt Energie sparen. Und es ist schon ein großer Aufwand, weil wir auch so Aktionen außerhalb der Schule planen. Aber den Schülern scheint es großen Spaß zu machen und die Ideen sprudeln. Sogar einen Koffer mit technischen Hilfsmitteln haben sie sich angeschafft. Also das ist unser Energieberaterkoffer. Da haben wir alle unsere nötigen Sachen. Wir haben sogar einen Flyer gemacht mit unserem Slogan: Wir sparen Energie, wann fangen Sie an? Jedenfalls haben wir zum Beispiel zum Messen, wie viel Strom unsere gebaute Eisenbahn braucht, haben wir ein Messgerät. Dann hätten wir noch, falls man die jetzt, sagen wir mal, um 1 einschalten wollen, hätten wir auch noch eine Zeitschaltuhr. Kein Wunder, so ein Engagement verdient die Auszeichnung des Deutschen Klimapreises der Allianz Umweltstiftung 2015. Und den Schülern hilft es bestimmt auch in ihrem beruflichen Werdegang weiter. So wird also vermutlich auch in Zukunft das Eitrachtal jung, dynamisch und fortschrittlich bleiben.